Hallo, meine Lieben. Ich habe mal wieder eine kleine Ü-Post gekriegt aus Dortmund und ich schaue da gleich mal rein. Und zwar wurde wieder im Action für mich eingekauft. Damit fange ich mal an hier. Hier sind ein paar Farben drin, die ich noch nicht habe. Und zwar eins, zwei oder waren es sogar drei Farben. Also die beiden habe ich auf jeden Fall nicht. Bei den anderen. Die habe ich, die habe ich, die habe ich. Ach nee, halt mal. Das hier ist eine. Genau, die habe ich auch nicht. BG5. Ja, genau, das ist so ein Grauton, den habe ich auch noch nicht. Also drei Farben sind hier auf jeden Fall drin, die ich noch nicht habe. Die anderen Farben habe ich schon, aber das ist ja nicht so wild. So. Ja, dann nehme ich mal das hier raus. Und zwar ist das mal was ganz anderes. Das hier ist von LR. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Ist eine sehr hochwertige Firma. Habe ich so ein Trinkgel bekommen mit Aloe Vera. Und zwar trinkt man da jeden Tag so ein Käppchen von. Und ich weiß gar nicht, ich muss nochmal nachgucken, ob man das hier. Oh ja, genau, hier oben hat man dann so einen Messbecher, 30 Milliliter. Und die soll man täglich trinken. Und das ist halt, Aloe Vera ist allgemein sehr, sehr gut für sehr viele Sachen. Hier ist Honig noch mit drin, also es ist 90% pures Aloe Vera und 9% Honig. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Aloe Vera ein bisschen auskennt, aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt. Und ja, das werde ich heute auf jeden Fall mal probieren. Und man soll das natürlich regelmäßig nehmen und das ist für alles Mögliche wirklich gut. Also Aloe Vera, ich habe zum Beispiel ein Spray von Aloe Vera und wenn ich Sonnenbrand habe oder jemand von uns in der Familie Sonnenbrand hat, dann sprühen wir uns einmal mit diesem Spray ein und am nächsten Tag ist der Sonnenbrand weg und die Haut ist braun, es pellt sich nicht und man hat eine super schöne weiche Haut. Also Aloe Vera kann ich echt jedem empfehlen. Ja, vielen Dank. Ich weiß, dass das echt teuer ist. Danke, dass du mir das mitgeschickt hast. So, dann kommen wir zu den anderen Action-Sachen. Und zwar habe ich hier diese wunderschönen Schmetterlinge bekommen. Auf die war ich schon ganz heiß. Einmal hier in Blau. Nein, zweimal in Blau. Genau. Ja, in Blau und in Grün. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Dann habe ich hier zwei Handstanzen und zwar einmal so eine Schneeflocke und einmal mit so einer Lokomotive. Ein paar Stanzteile, die ich noch nicht habe. Einmal hier so eine Herzchenbordüre. Hier so eine Berg- und Talgeschichte. Hier haben wir Hello und dann nochmal so Blätter, auch mit so Berg und Tal. Und da ist das gleiche nochmal. Und auch die Herzchen nochmal. Dann gab es dieses hier wahrscheinlich nicht doppelt. Normal kriege ich die immer alle doppelt. Und ihr wisst ja, die Doppelten wandern bei mir immer in meinen Karton. Ach, jetzt muss ich gucken, hier sind noch mehr dazwischen. Okay, wartet mal. Jetzt muss ich mal besser sortieren hier. Genau, hier ist das nochmal doppelt. Dieses hier mit den Blümchen auch zweimal. Hier ein bisschen anderes Berg und Tal. Hier haben wir Sternchen. Die Sternchen noch einmal. Dieses hier mit Herzchen und ja, das könnte hier fast eine Note sein. Also auch so ein bisschen Berg und Tal. Dann haben wir hier solche Blätter. Die habe ich hier gleich nochmal. Und dieses Berg und Tal habt ihr auch schon gesehen. Das ist auch doppelt. So, jetzt schaue ich nochmal gerade, welche alle doppelt waren. Sterne waren doppelt. So, das ist der Doppelte, das ist doppelt, das ist doppelt. Den hatte ich auch gerade schon. Die Sterne auch. Dieses hier muss ich noch mal gucken. War das hier auch doppelt dabei? Nee, anscheinend nicht. So, die hier habe ich aber hier schon mal liegen. Genau. Also die beiden waren auch doppelt. Ja, dann war wohl das Einzige, was nicht doppelt war, dieses hier. Guck noch mal durch. Ja, genau. Das war das, was anscheinend nicht doppelt ist. Hier haben wir die Schmetterlinge noch einmal in Rosa. Ja, die sind unglaublich schön.
So, und hier haben wir ein paar Einhornstempel mit so einer Einhornstanze noch dabei. Muss ich gleich mal gucken, für welcher das ist. Das wird für diesen hier sein, denke ich mal. Und hier noch mal ein paar Schmetterlinge, auch mit einer Stanze noch dabei. Ja, und die Einhörner sind wirklich süß. Also die sind schön gezeichnet. Hier unten ist auch noch ein Stempel mit Kätzchen, kleinen süßen Kitties. Ja, alles so mehr Babys. Und diese Schwarz-Weiß-Dinger sind auch ganz cool. Und dieses Stanzteil wüsste ich jetzt nicht, für welches das ist. Das passt doch hier zu gar keinem, ne? Oder es passt zu dem, aber dann, doch, es passt zu dem, aber das ist größer, viel größer als die. Aber es ist das Einzige, wozu es passt. Ja. So, dann habe ich hier solche Pakete. Zwar mehrere. Und hier sind immer Schleifchen, Knöpfe und passendes Satinband dazu. Und das gibt es in 1, 2, 3, 4, 5 Farben habe ich das bekommen. Ja, auch wunderschön. Besonders diese Farbe hier ist sehr schön. Oder die Farben, alle drei. Ja, vielen Dank. Und dann schaue ich hier mal weiter. Was haben wir denn hier unten? Hier unten haben wir, ach, das ist cool. Das hier ist Embossing Folder mit Stempel. Und die haben so ein Guckfenster, wo man dann so eine Cookie-Book-Karte machen kann. Also wo man dann eben so ein Guckfenster sich ausschneidet oder ausstanzt. Das muss ich mal schauen. Da werde ich garantiert ein Stanzteil haben, was dazu passt. Eins von meinen China-Teilen wird da reinpassen. Und die gibt es auch in drei verschiedenen Ausführungen. Einmal hier, wie es aussieht wie so eine Mauer. Hier mit Blümchen. Und hier mit diesem Muster. Ja, sie sind sehr, sehr schön. Und dann gibt es die gleichen nochmal in ein bisschen größer. Und zwar habe ich hier drei verschiedene. Einmal mit verschieden großen Pünktchen. Da ist dann so ein Happy Birthday Stempel mit drin, so ein Blümchen oder hier dieses Viereck mit den Herzen an den Ecken. Dann so ein bisschen in Retro-Style. With Love und auch wieder so ein Blümchen und so ein Teil hier. Und am Schluss diese Pfeile. Und das finde ich echt cool, weil die habe ich, ich habe ja davon auch so einen Block. So einen kleineren, wo ich dann auch schon Mini-Alben und so mitgemacht habe. Und die sind wirklich sehr schön, diese Optik. Ja, und dann made today great. Also mach dir einen guten Tag oder mach einen guten Tag. Post, finde ich auch ganz witzig. Ja, und dann eben so ein Fensterchen hier. Ja, finde ich sehr cool. Da hat man so verschiedene Fenstermotive und man hat auch noch zwei verschiedene Größen. Ja, und auch das ist richtig cool. Vielen Dank. Ja, das ist mega, mega lieb, dass du immer an mich denkst und ja, für mich immer fleißig einkaufst und mir die Sachen dann auch noch zuschickst. Da bin ich dir sehr dankbar für, weil ich ja sonst sehr oft manche Sachen hier bei uns einfach nicht bekommen würde und manchmal auch nicht die Zeit habe, hinzufahren. Deswegen bin ich umso dankbarer und auch für das tolle AR-Produkt vielen, vielen Dank. Ja, werde ich heute gleich mal ausprobieren und dann werde ich mal Bericht erstatten, ob das, wie das so ist. Okay, ja ihr Lieben, das war's schon. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.